Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zum Äther. Wir spielen mal wieder eine Runde in den schönen bunten Wölkchen. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier unterwegs. Denn Hallo. Ich habe noch einen Mitstreiter dabei. Hallo. Hallo. Der meldet sich ganz leise. Hallo, ja. Jo, ich bin auch wieder dabei hier. Wir sind wieder am Start im Äther. Im Äther. Und im Äther vom Peter. Keine Ahnung, wie ich hochgekommen bin. Ja, bin ich verlaufen. Bist du denn hochgekommen? Was ist verlaufen? Oh Gott, yes. Wir müssen einen Suchtrupp zusammenstellen. Bitte Adrian in die Kinderabteilung. Ja, okay. Ich hol dich gerne ab. Genau. So, warte mal, hier unten ist, was ist denn das? Ich glaube Ambrosium. Ambrosium? Yes. Also wenn es gelb ist, ist es Ambrosium. Ja. Also wenn es gelb und fest ist. Wenn es gelb und flüssig ist, dann... Ja, das ist anderes. Ist es was? Ja. Ja. Yes. Es ist was ganz anderes. Dann bist du in der falschen Abteilung. Steinförmig. Steinförmig, dann ist es am Ambrosium. Ich erbaue hier gerade mal euren Keller und ich erweitere ihn eher gesagt. Ja, das ist gut. Wir haben endlich mal eine produktive Person dabei. Ach, wirklich? Ja. Das ist doch schön. Ja, du musst es einfach wissen, ansonsten arbeite ich ja nur mit Kackbuhn zusammen. Das ist auch nicht schön. Wie war das noch? Einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis. Schön ist, die gucken sich das an. musste neulich schon eine Szene rausschneiden, weil ich mich nicht beherrschen konnte. Okay, dann sollte man da vielleicht mal aufpassen. Nein, okay, das war jetzt ein Spaß. Ich schneide so gut wie gar nichts raus. Ne? Also, das war jetzt ein Spaß. Gut, wir machen wieder aus ein bisschen... Ein bisschen. Holy Stone. Holy Stone. Holy Stone. Stone. Man kann ja mal erwähnenswerterweise, das weißt du wahrscheinlich noch nicht, aber Fips hat schon ein paar Mal gesagt, der zieht ja auch bald um, demnächst. Und dann nach Bremen. Und da hat er dann auch endlich besseres Internet. Und ja, dann kann er auch... Ich hab überhaupt keinen Plan, wo ich bin. Okay, ich kenne ihn zwar hier, nicht, aber herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist der Typ, der hier sonst bei mir aufnimmt und der zieht aber nach Bremen und dann hat er auch besseres Internet. Und dann kann er auch Aufnahmen tätigen. Das ist der Plan, der momentan so besteht. Das ist doch gut. Das ist auch der Typ, der in Tekton dabei ist und die Stars. Ja, Tekton ist nicht so mein Ding. Also Tekton gucke ich bei dir auch nicht, weil, keine Ahnung, Tekton ist mir zu kompliziert. Ja gut, ja. Wenn man einfach in unsere Welt schon so reinkommt, ist es nicht mehr kompliziert. Dann ist es einfach nur noch geil. Weil da ist schon alles aufgebaut. Oh, ein Vögelchen. Hallo Vogel. Ein Vogel. Tschüss Vogel. Vogel kennst du das von der ASDF-Movie hier mit dieser Schildkröte? Ja. Ich hätte gern diesen Sample jetzt. Den habe ich leider gerade nicht. Aber lustig. Hallo. Ein Vogel? Hallo, Vögelchen. Ein Vogel. Jetzt Vogel tot. Ja, Vogel tot. Und mein Bild dreht sich. Ich glaube, du hast... Ich bin vergiftet. Ja. Jetzt nicht mehr. Ja, das hält ja nur ganz kurz an. Ja, das ist ja... Ich bin mal gerade Orangen. Mit Orangen. Zu der Range. So, eine Plitschwolke. Eine Plitschwolke? Eine Plitschwolke. Eine Plitschwolke. Ich werde nicht mehr. Nee, das glaube ich auch nicht. Kann man das hier nicht irgendwie aufteilen? Doch so. Machen wir hier so schicke Achterhäppchen. Achterhäppchen? Ja. Orangenhäppchen. Quasi Orangenscheiben. Ach, jetzt sind es Scheiben. Ja, quasi. So. Anti quasi? Ja, ich bin gerade hier unten und baue gerade so ein bisschen. Schleicht da rum, der Schleicher. Ach, boah, hast du mich jetzt erschrocken, ey. Der Schleicher 01, würde ich sagen. Nee. 02. Ja, 02. 03. Nein, 02. Ich habe keinen dritten Zwillingsbruder, soweit ich weiß. Ich werde hier voll penetriert von allen Seiten. Mann. Ja. Ich werde gerade von einem Vogel beschossen. Yeah. Ja, das klingt komisch, ist aber so. Ist aber so, aua. Aua, what the fuck? Halbes Herz. Ah, so, jetzt geht's wieder. Das gibt mir hier öfters so. Das ist Wölkchen, ja Wölkchen. Ein Wölkchen. Hast du mal einen Löffel? Nö. Schade. Alter, diese Kack... Also das Nein, das ist eine Idee. Das ist eine Blitzwolke, jetzt bin ich am Arsch. Das wäre eine Idee für den Äther. Du musst ein Item machen, was ein Löffel ist. Richtig am Arsch. So, und sobald du vor diesen Wolken stehst und den Löffel raus hast, tot. Ja, ich merk's. Fuck.
Okay, jetzt muss ich... Nein, tot. Alter, wo bin ich hin? Wo war ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wo komme ich hin? What wo the... gehe ich hin? Muss mal hier ein bisschen laufen jetzt. Was ist denn das für komisch Sand? Es regnet in der echten Welt. Ja, aber deswegen sind ja auch die Blitz- und Gewitterwölkchen. Tja. Die machen Regen. Oh. Das halte ich für... Ein Gerücht. Ein Gerücht, genau. Naja, für eine These, die erst einmal bewiesen ist. Ist lustig, sobald man auf dem Sand hier in der Wüste geht, regnet sie. Ja. Sofort abgeschnitten. Minecraft. Logik. Ein Minecraft Buggy Bug Bug. Nein, es ist aber Minecraft gut, Logik. Ist, ja. Minecraft hat seine eigene Logik. Ist, genau. The Logic of Minecraft. Yes. Aber es ist schön, mal auch mal Regen zu haben, so. Ach ja. Das ich sehe deine ganzen Sachen. Dann sammel sie ein. Bin Gott dabei. Dann ich komme gleich wieder hoch und dann versuchen wir es ein zweites Mal. Ich versuche ja eigentlich Zanit zu finden, das ist ja eigentlich mein Vorschlag so. Zanit. Denn dann können wir uns irgendwann Rüstung basteln und dann können wir eventuell irgendwann mal in den Dungeon gehen. Man kann auch schon vorher in den Dungeon gehen ohne Zanit-Rüstung. Ja, aber das wäre ja scheiße. Wieso? Ja, weil das. Du legst einfach alles ab. Sterben. Und nimmst nur ein Schwert mit oder so und gehst dann rein und sammelst ganz viele und wenn du genug hast oder kurz vorm Sterben bist, dann gehst du halt wieder raus. Fertig. Yay. Dann hast du ganz viel Material und möglicherweise auch Zanit und schlag mich tot, was noch. Aber, also wenn du dann stirbst, verlierst du ja nichts. Aber wir sterben ja trotzdem, bevor wir schon reingehen, alleine. Oh nein. Blitzwolke. Das hast du jetzt gesagt. Where are you? Ich brauch meine Sachen. Ah. Da, wo du vorhin gestorben bist. Ich hab ja keinen Plan, wo das ist. Weißt du, wie oft ich hier schon gestorben bin? Oft genug, offenbar. Warte mal, hier bin ich irgendwo runtergegangen. Und dann ging ich hier so rum. Die Stars. Ich wollte gerade hier unten meine Sachen aufsammeln. Ah, okay. Ich sehe hier ein paar von meinen XP, würde ich sagen. Scheiße, ich tag eine Wolke. Nein. Hallo. Scheiße, ich hab eine Wolke getaggt. Ich defende dich. Was machst du hier, um Gottes Willen? Ich hab gelben Sand gesammelt. Ich sehe hier auf dem Boden ganz viel gelben Sand, aber der ist noch nicht verschwunden. Ja, den habe ich jetzt gerade aufgesammelt. Okay. Jetzt bin ich hier unten. Und wo bist du? Ich hab so eine verkackte Wolke getaggt. Ne, getriggert heißt das ja. Wo bist denn du? Die pusten mich weg. Gibt's ja gar nicht. Wo bist denn du? Ist auch so lustig, das hört sich ein bisschen fail an einfach. Ah, die haben mich angepustet. Ah, oh, eine Gott. Wolke. Alter. Oh shit. Aua. Okay, jetzt mal eben meine Frage. Wo bist du und ich gehe wieder zum Haus. Ich gehe zum Haus. Gute Idee. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist, kann ich auch hinkommen. Ich seh dich. Du bist ganz nah. Du musst da unten rum. Ah, ja. Nein. Gefunden. Ah, oh Gott, ich flieg hier runter. Ja, nichts wie weg hier. Okay. Okay, ich bin in Sicherheit. Amok. Was? So. Ah, nein. Hilfe. Hier komm ich nicht hoch, oder? Nein. Ich glaub nicht, nein. I hope so. So, ich bin in Sicherheit. Oh Gott, lass mich da rein. Haben wir eigentlich ein Dach? Nee, ne? Doch, nee. Ja doch, haben wir. Ein Wolkendach. Ja, wir haben ein Dach. Schnieke. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber egal. Ich weiß es nicht, aber wir haben zumindest eine zweite Etage. Das ist doch schon mal schön. Was wir die brauchen, weiß ich nicht, weil wir hier oben noch nicht mal Betten aufstellen können. Aber wir können ja ein bisschen was bauen, so ein Sofa oder so. Ist da. Was haben wir eigentlich? Ja, haben wir. Wir bauen ein Sofa. Ich baue jetzt hier draußen erstmal ein bisschen Dirt ab. Ich wusste früher mal, wie man ein Sofa craftet. Damals. Damals. Ich glaube mit Stufen und mit Schildern. Ja, ich glaube auch. Konnte man irgendwie ein Sofa machen. Zumindest sah es dann so aus wie ein Sofa. Ich habe 15 Schilder, das ist gar nicht übertrieben. Nee. Hallo. Einfach mal Erde hingesetzt. Nein, die Erde hat Sinn. Okay. Ist symbolisch. Noch nicht mal. Noch zwei Dinger. Kann es sein, dass ich dich nicht sehe? Wieso? Ich trenne mal die Verbindung, komm mal neu rein. Weil ich dich nicht gesehen habe. Trennen Sie die Verbindung. Jetzt. So, sehe ich dich jetzt? Wo bist du noch gerade? Ich stehe hier bei der Couch. Und dann mach du doch mal ein Reconnect, weil ich sehe dich nicht. Ja, ich muss sowieso reconnecten, weil ich schon wieder nichts abbauen kann. Also dieser ich schon. Dieser Server, Mann. Es leckt zwar ein bisschen, aber ich kann was abbauen. Also bei mir leckt es leckt nicht, aber manchmal jetzt sehe ich dich einfach nichts abbauen. Hallo. Ja. Guck, dieser Sand, dieser Dirt hat Prinzipien. Ich weiß, ich habe das gesehen. Das ist, ja. Ja.
Prinzipiell gesetzter Dirt. Prinzipiell ganz wichtig. Ja. Du kannst ihn nach draußen hinsetzen. Nein, der bleibt hier drin. Der muss vor Regen geschützt werden. Jetzt, hier oben regnet es eh nicht. Wir sind über den Wolken, Mann. Bau mein Kunstwerk nicht ab. Das ist mein Kunstwerk. Ich baue. Jetzt fehlt hier Dirt. Ja. Ja, irgendwo muss ich den Dirt hernehmen. Alles klar. Einfach kunstvoll umpositioniert. Ja. Mega Vogel, Attacke. Oh. Wo sind eigentlich meine Sachen? Alter. Welche Sachen? Mein Bogen und dies und das. Welcher Bogen? Meine Pfeile. Welche Pfeile? Meine Pfeile. Welche Pfeile? Diese Pfeile. Ach, diese Pfeile? Yes. Die habe ich nicht mehr. Ah. Nein, komm hoch. So, hier, was ist das denn? So. Also, wenn du dich nicht beeilst, dann ist alles. Achso, du stehst schon vor mir. Eisenstiefel waren eigentlich nicht meine, aber okay. Ist mir jetzt egal, ich brauch die nicht. Ich brauch die nicht. So, bitteschön. Dankeschön. So. Jetzt muss ich allerdings schauen. Ich wollte jetzt Gravel setzen und abbauen, setzen und abbauen, setzen und abbauen, damit ich Flint rauskriege. Und mit dem Flint. Soll ich dir was sagen? Können wir dann das funktioniert nicht. Was? Natürlich. Mhm. Es wurde gefixt, dummerweise, soweit ich weiß. Ich glaube erst in 1x2. Ja, ach, scheiß drauf, versuch's doch einfach. Ja, es funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich hab's ja schon mal gemacht. Also, ja, denn ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, das macht echt Fun. Ich hab da ich so eine Motivation einfach. Merkst du, wie motiviert ich bin? Ja, durchaus, das merke ich direkt. Ja. Das ist einfach wie motiviert du bist, das ist Motivation. Wo kriegen wir denn jetzt Anita? Ich hasse diese Kackvögel. Vogel. Du hast meinen Bogen trotzdem noch. Ich weiß. Ich brauch den, what the fuck? Vogel. Kommst du wohl her? Kommst du her? Aus, Vögelchen. Bei Fuß. Scheiße, ich sterbe. Zwei, davon kann man nicht sterben. Eineinhalb. Sterben. Scheiß Vogel. Davon kann man nicht sterben. Also noch ja, nicht. Ja, hab ich auch gut gemerkt. Ich hab nur noch verrottetes Fleisch bei. Wo sind meine ganzen Brote hin? Du hast meine Brote. Brote. Gib mir meine Brote wieder. Ich hab keine Brote. Du hast meine Brote. Ich hab ernsthaft keine Brote. Ohne Scheiße. Ich weiß schon, wo sind meine Brote? Toll. Where are my bread? Brote. Hab ich? Nee, hab ich nicht. Ich hab Karotten, wenn du ich hatte Brote, das weiß ich. Ich hab Carrots. Da sind keine Brote, das ist ein Ofen und da sind. Ach, ich nehme einfach das Steak raus. Foto davon aus. Nein, mal doch Steak. Jetzt kommt mich hier nur Gravel raus. Das Spiel will mich verarschen. Habe ich das nicht gesagt, dass es nicht funktionieren wird? Das funktioniert jetzt wieder. Jetzt habe ich wieder einen bekommen. Oh mein Gott, er hat einen bekommen. Alles zu kreist. Da wollte ich gerade runter, aber danke. Lol. Einfach erstmal zugebaut. Prinzipiell. Ja. Prinzipiell immer zubauen. Warum nicht? Das Wort prinzipiell so. Erinnert mich irgendwie an umgespielt. Keine Ahnung warum. Ja. Ist Ansichtssache. Ist echt so. So, wir bauen hier mal ein bisschen. Ich habe sechs von den Dingern. Die kommen oben hin. Das kommt da hin und das kommt hier hin. Und dann habe ich wieder ein paar Pfeile. Das ist doch schön. So. Pfeile. Und meine Pfeile hast du trotzdem noch, meinen Bogen auch. Deswegen hasse ich dich. Aber naja. Ich weiß. Es war alles geplant. Ein dein Tod. Plan. Und so, alles andere. Meine Spitzhacken hast du auch. Ich weiß, ich hasse dich einfach. Nein. Nein, deine Spitzhacken habe ich nicht. Die hast du zurückbekommen. Stimmt, ich weiß. Okay, ich gehe. Tschüss. Ich weiß, dass ich meine Spitzhacken im Inventar habe, aber ich verarsche ja gerne andere Leute. So, was haben wir denn hier? Ich gehe. Tschüss. Bye, bye. Ich will nicht mehr leben. Ah. Ach, das glaubst du selber nicht. Hier ist ein Ambrosium. Können wir mal da drauflegen. Kann er sich ein bisschen drehen. What the? Nope. Möp. Hab ich schon Möp. Ich falle, glaube ich, gerade immer noch. Nö, du bist schon gefallen. Ja, wo bin ich denn gerade? Keine Ahnung. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Ja, dann TP dich halt so. Die ist Ananas. Die ist das Ananas. Okay. Irgendwie, jetzt bin ich wieder im Haus. TNT und jetzt soll ich mich ein bisschen beeilen. Also entweder gehst du jetzt mal eben kurz runter. Wo bist du denn lang? Und sammelst. Dann? Ich bin gesprungen. Er ist gesprungen. Ich wollte nicht mehr leben. Bist du jetzt komplett runtergesprungen in die andere Welt, oder? Ja.
Ja, deswegen solltest du dich jetzt beeilen, damit die Sachen bouncen. Unten. In der echten Welt, ja. Da kann ich ja jetzt nicht hin so schnell. Ja, dann... Oder... Was weiß ich. Bin ich schnell genug mit dem Wackelpfad, damit die Sachen noch da sind? Ich denke schon. Ja, einfach mal schauen. Ich geh grad mal runter. Ich gucke gerade mal, ob ich noch was retten kann. Ja, ich bin jetzt schon unterwegs. Okay, du bist genau auf dem Portal gestorben. Ja, natürlich, weil du immer genau aufs Portal fällst. Okay, egal, wo du in der Welt runterspringst. Ich hab hier ein paar Sagen. Sagen habe ich hier ein paar. Nein, Sachen. Ja, vielleicht nimm mal ein paar Wolken mit. Ich habe... Und bau mal, bau mal jeweils zwei... Ja, schön. Schön. Sind wir jetzt wieder Freunde? Ja, ich muss ihn ja nicht zurückgeben. Das ist ein Diamantschwert. Ja, das ist meins. Das ist meins. Hast du eigentlich auch nur geklaut, aber egal. Ich weiß, trotzdem, es ist meins. Ich hab's ja auch geklaut. Ja. Ich hab's geklaut, deswegen ist es meins. Logisch. Nein, das ist meine Logik. Die darfst du nicht verbessern. Logo. So. Hab ich jetzt alles? Ich hoffe, ich hab alles. So. Da backt noch Ambrosium rum. Ja, und ich glaube, auf dem Portal ist auch noch was drauf. Ja, das ist das Ambrosium, glaube ich. Cool. Okay, ich hab's. Dann schnappen wir uns hier nochmal eben. Zack, 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 zack. So. Und bauen uns hier mal eben ich das Portal. Ich hab alles schon. Lol. Tschüss. Tschüss. Ja, ich sehe gerade, wir sind auch schon bei 16 Minuten. Ach, müssen du langsam auch. Schade. Ja. Nein, ich Folge auch heute. Ich leg dir hier oben mindestens noch deine Sachen hin. Ja, genau, ich komme jetzt. Damit du wenigstens ein bisschen cool bist. Oh, warte mal, ich muss mal hier weggehen. Komm jetzt. So. Ist noch Erde. Schäufelchen. Ah, Schäufelchen. Kannst du Stärke 1 Bogen haben. Egal, ein paar Pfeile. So, hier hast du noch Karotten von mir aus. Weil ich so gutmütig bin. So. Soll ich mein ganzes Inventar ordnen? Ja, Inventory Tweaks wäre geil. Aber ja. Das gibt's nicht. Nee. Ja. Genauso wie wenig wie Minimap. Ja, Minimap und Tony Items und das alles. Oder Not Enough Items, je nachdem. Man muss ja beides nehmen. Hallo. Ja, genau. So gut, dann beenden wir den Part für heute. Was ist denn mit meinem Handy los? Das klingelt jetzt. Das geht ja gar nicht. Oh Gott. Wie mein gesagt, Kunstpenis hast du immer noch weggelassen? Ich kann ihn. So, warte. Bauen wir nächste Folge wieder auf. Nein, der muss aus dort sein. Ach, der geht auch aus Holz. So. Stimmt. Gott. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge vom Äther. Genau. Ich sage tschüss, bye bye und bis dahin. Tschüss.